Dann hallo und herzlich willkommen zum 91. Netzpolitischen Abend. Schön, dass ihr trotz aller widrigen Bedingungen hierher gefunden habt in die Seabase. Herzlich willkommen auch an die Zuschauer im Stream. Mein Name ist Benjamin, ich bin Mitglied im Vorstand der Digitalen Gesellschaft, hab das Vergnügen, den Abend heute zu moderieren. Und ich vertrete dabei Ingo, der leider kurzfristig absagen musste zur Moderation, von dem soll ich euch aber herzlich grüßen. So, wir haben heute ein ganz knackiges Programm. Bevor ich allerdings dazu komme, das Übliche. Also es gibt wieder einen Hashtag für den heutigen Abend, der lautet NPA091. Wenn ihr euch also in den sozialen Medien verdingen wollt zu den Geschehnissen hier vorne und in der Seabase heute Abend. Und des Weiteren, apropos Hashtag, wichtig zu wissen, diese Veranstaltung wird auch wie immer aufgezeichnet und live ins Netz übertragen und die Aufnahmen später auf Vimeo und YouTube veröffentlicht. Wer also nicht gesehen werden möchte in der Frage- und Antwortrunde, der muss sich dann in der Frage- und Antwortrunde hinter die Kameras oder dort unter das Portal begeben. So, bevor ich allerdings das Programm des heutigen Abends vorstelle, noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir einen Job zu vergeben bei der Digitalen Gesellschaft. Wenn ihr gerne mit uns arbeiten würdet, Referentin oder Referent bei der Digitalen Gesellschaft werden wollt, dann meldet euch, bewerbt euch, das ist noch bis zum 10.3. möglich und wenn ihr Leute kennt, von denen ihr glaubt, die sind dazu gut geeignet, dann sagt denen Bescheid. Ja? Und die Details zu dieser Stellenausschreibung findet ihr hier auf unserer Homepage, die übrigens auch im neuen Gewand erscheint, falls ihr euch noch erinnert, die sah ganz lange aus wie 2011. Ja? Das hat sich jetzt mal geändert. Gut. So viel zur Eigenwerbung. Kommen wir zum Programm des heutigen Abends. Johanna und Arndt stellen uns ein studentisches Forschungsprojekt zu Krypto- und Datenschutzaktivismus vor. Dann sagen Patricia und Marie was zur inzwischen auch schon 8. Förderungsrunde im Prototype Fund. Und schließlich hören wir was von Peggy Silop zu einem Forschungsprojekt zu personalisierter Hörverstärkung. Was das genau ist, wird sie uns erklären. Dann wünsche ich uns schönen Abend, viel Spaß und würde sogleich Johanna und Arndt auf die Bühne bitten. Johanna und Arndt, herzlich willkommen. Juhu. Oh, warum ein Mikro. Genau. Dankeschön. Genau, ihr könnt gleich weitermachen. Hier die Pfeiltaste. Wunderbar. Genau. Ja, hallo, wir sind Arndt und Johanna, genau, wir betreiben die Projektwerkstatt Digitale Inklusion Krypto für alle. Ich bin Johanna, ich komme aus der Richtung internationale Entwicklung, setze mich viel mit postkolonialer Theorie, feministischer Wissenschaftsforschung auseinander. Und Arndt? Ja, ich komme so ein bisschen mehr aus diesem Seabase-Umfeld, vielleicht aus dem klassischen, also ich habe Informatik studiert und studiere jetzt was anderes, aber genau, ich habe mich schon relativ intensiv so mit den ganzen Krypto-Themen auseinandergesetzt. Genau, gemeinsam haben wir uns auf einem Gender-Seminar kennengelernt und haben von dieser Möglichkeit erfahren, Forschungsanträge zu stellen für eine Projektwerkstatt, haben uns zusammengesetzt und eine ziemlich für uns coole Schnittstelle gefunden, die wir euch jetzt vorstellen möchten. Genau, wir haben uns ja schon so ein bisschen vorgestellt, werden ein bisschen darüber reden, genau, was wir in der Projektwerkstatt eigentlich machen, was wir wollen oder erreichen wollen, was wir in den letzten zwei Semestern gemacht haben. Unsere Projektwerkstatt besteht ja seit genau einem Jahr und was wir auch in den nächsten Semestern vorhaben, wo wir genau, auch sehr uns über euer Feedback freuen würden. Genau, Projektwerkstatt, was heißt das eigentlich? Wir sind an der Technischen Universität angesiedelt, diese gibt es auch nur an der Technischen Universität und Projektwerkstatt heißt praktisch, dass Studierende für Studierende Projekte anbieten bzw. Ja, Forschung anbieten. Es basiert auf forschungsbasierten Lernen, das heißt wir als Seminarleitende haben dort keine Deutungshoheit oder Autorität, wir geben praktisch einen formalen Rahmen und die Studierenden können dann mit uns selber entscheiden, was wir eigentlich umsetzen. Projektwerkstatt heißt auch, dass es Teil der permanenten Lehre werden kann, das heißt,
heißt, es können später nach diesen 2 Jahren der Projektwerkstatt auch wirklich Lehrveranstaltungen daraus gemacht werden. Wir sind am Zentrum für internationale und interkulturelle Kommunikation angesiedelt und Projektwerkstätten können tatsächlich auch Leistungspunkte vergeben, in unserem Fall 6 Leistungspunkte, was für Studierende natürlich auch sehr motivierend sein kann. Was ich gerade vergessen habe, Arndt guckt schon, wir haben natürlich auch eine Webseite, auf die gehen wir später nochmal ein, doingcrypto.de, und warum das doingcrypto heißt, erklären wir später noch ein bisschen. Genau, was wollen wir eigentlich? Okay, gut. Genau, also vielleicht ist es manchen im Publikum schon bekannt irgendwie, genau, die anlasslose Massenüberwachung, und so könnte man das auch zusammenfassen, wir wollen der entgegentreten, aber es ist natürlich ein bisschen komplexer. Also wir haben jetzt, ich mache das ein bisschen kürzer, weil ich erkläre es vielleicht doch. Also die anlasslose Massenüberwachung hat natürlich neben der Verletzung von Privatsphäre auch noch andere Konsequenzen. Das ist jetzt hier illustriert mit diesem Gefängnisarchitekturbeispiel. Wie diese Architektur funktioniert, ist, dass Menschen, auch wenn sie nicht gerade direkt überwacht werden, sich anders verhalten, nämlich so, als würden sie überwacht, weil sie nicht sehen können, ob sie gerade überwacht werden oder nicht. Und das ist halt in dieser Panoptikum-Architektur, ist es einfach Architektur nicht festgeschrieben. Genau. Was wir gesehen hatten als ein Problem ist, einfach bei der praktischen Umsetzung von mehr Datenschutz, ist, dass es einfach extrem viele Messenger gibt und irgendwie für viele einfach nicht klar ist, welchen Messenger kann man jetzt verwenden, welchen soll man nicht verwenden, und es gibt einfach mega viele Probleme, die damit verbunden sind, wie Netzwerkeffekte, die es schwierig machen, jetzt mit einem neuen Messenger anfangen, weil andere auch die gleichen Messenger verwenden müssen, damit man miteinander kommunizieren kann. Das sind ganz viele Hürden, und jedenfalls, als wir für uns reingegangen sind, waren das erstmal wichtige Fragen, wie kann man das besser machen. Eine andere Frage, die uns von Anfang an begleitet hat, ist, dass wir das Gefühl hatten, auch die Datenschutz- und Krypto-Community hat ein Kommunikationsproblem. Und für uns war eine These, dass das auch mit damit zusammenhängt, dass es eine relativ homogene Community ist. Also viel der Datenschutz-Community bezieht sich auf Programmieren und Softwarelösungen, um mehr Datenschutz zu ermöglichen. Und das ist halt eine Umfrage von Stack Overflow, wenn man das da erkennen kann. Und Stack Overflow ist eine ziemlich wichtige Plattform fürs Programmieren. Und man könnte schon sagen, das repräsentiert einen gewissen Anteil der Community. Und man sieht, das ist sehr homogen. Sehr viele haben über sich selbst angegeben, dass sie sich als männlich definieren. Und auch bei den Orten, die sie angeben, erkennt man, dass es so gewisse Muster gibt. Eine andere wichtige Inspiration für uns war die digitale Freiheit. Die digitale Freiheit ist eine studentische Initiative an der TU Berlin, und die setzen sich für mehr Datenschutz ein. Momentan ist eins ihrer wichtigsten Themen die Videoüberwachung, und die waren halt inspirierend, weil sie das Datenschutzthema auf informationelle Selbstbestimmung mit anderen Grundrechtsfragen kombinieren, weil es natürlich auch zusammenhängt. Genau. Genau, unser Ziel wäre jetzt, deswegen auch die Frage, Krypto für alle Fragezeichen, dass wir diesen Datenschutzanspruch, dass wir eine Kryptozene für alle Menschen sein, hinterfragen und gucken, was für Barrieren eigentlich da sind, dass digitaler Aktivismus und Datenschutz für alle möglich ist. Genau. Genau, was wir natürlich noch wollen, wir haben uns anfänglich eigentlich auf Messenger festgelegt und wollten untersuchen, wie funktionieren Messenger, wer nutzt die eigentlich, wer entwickelt die, was stellen die teilweise für Hürden da und wer benutzt in welchem Kontext welchen Messenger. Das hat sich jetzt so ein bisschen weiterentwickelt bzw. verändert, aber trotzdem gucken wir uns immer noch an, wie sich Technologien und Diskriminierung praktisch miteinander bedingen, und genau, wie Arndt schon gesagt hat, gucken uns dabei vor allem männlich konnotierte Felder an und betrachten die aber aus verschiedenen Perspektiven und vor allem auch in Intersektionen mit anderen Dimensionen der Diskriminierung.
wie zum Beispiel Sexismus, Ableism und so weiter. Was uns sehr am Herzen liegt, ist, dass wir Studierende aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammenkriegen in unserem Seminar oder in der Projektwerkstatt, was wir bis jetzt auch immer geschafft haben. Wir haben Leute aus der Mathematik, Informatik, Computer Science, Verkehrswesen, Gender Studies, Soziologie. Und da geht es vor allem darum, dass wir den Leuten, die aus den Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften kommen, so ein bisschen mehr an die Technologien heranführen. Heißt auch so ein bisschen Einführung geben in, was ist eigentlich Kryptographie, was sind Daten, wie funktioniert das Internet, aber wiederum den Menschen, die eher aus den Technikwissenschaften kommen, so ein bisschen in die postkoloniale und feministische Richtung einzuführen. Genau, ein großes Ding ist auch noch, gesellschaftliche Probleme heutzutage werden versucht, mit technologischen Lösungen praktisch zu lösen. Das gucken wir uns auch ganz genau an. Das nennt man ja Technological Fix. Und wir gucken uns aber an, was gibt es für gesellschaftliche Lösungen für tatsächlich auch gesellschaftliche Probleme. Aber auch technologische Probleme. Genau, ein ganz wichtiges Thema ist bei uns auch noch Nachhaltigkeit. Ganz wichtig in unserem Kopf. Wir haben es noch nicht geschafft, so richtig das in unserer Projektwerkstatt zu thematisieren. Abgesehen davon, dass wir uns ein bisschen mit der Bits und Bäume-Konferenz auseinandergesetzt haben, wo ja, sozialökologische Zielsetzungen, Demokratieforderungen, sowas ganz große Rolle spielen und werden das aber in Zukunft hoffentlich noch weiter angehen. In unserem Seminar, wie ich schon gesagt habe, ist forschungsbasiertes Lernen ganz oben. Wir haben keine Deutungshoheit. Es geht darum, mit den Studierenden einen Dialog aufzubauen. Es gibt viele offene Fragen und Diskussionsrunden. Wir versuchen, neue Methoden auszuprobieren. Und was uns natürlich auch ganz wichtig ist, dass die Menschen in unserem Seminar Praxisbezug bekommen. Und genau, das haben wir im letzten Semester, glaube ich, ganz gut geschafft. Arndt wird ein bisschen erzählen, was wir so gemacht haben. Genau, also was so ein bisschen uns so Struktur gibt, ist, dass wir beim Antragstellen auch einen Semesterplan gegeben haben. Also wir gehen über 2 Jahre. Das erste Jahr ist so jetzt noch gerade so, läuft jetzt gerade so ein bisschen zum Ende. Genau, und wir haben jetzt erstmal im ersten Semester uns gemeinsam Grundlagen erarbeitet. Da ging es vor allen Dingen um Machtverhältnisse. Dann haben wir uns jetzt im nächsten Mal Semester jetzt aktuell so ein bisschen Aktivismus näher angeschaut. Genau, und jetzt werden wir uns dann im nächsten Semester das hinterfragen, was wir bisher erarbeitet haben und gucken, was ist jetzt effektiv, was funktioniert nicht und wollen dann am Ende Empfehlungen gemeinsam entwickeln. Genau, ein bisschen genauer so Themen, damit es ein bisschen konkreter wird. Genau, wir hatten Geschichte der Informatik als so eine Grundlage, um zu verstehen, wie wir zu der heutigen Situation kommen. Wir hatten diese Freiheit versus Sicherheitsfrage uns angeschaut und genau dann auch angeschaut, was es für Hürden allgemein gibt für die Nutzung von moderner IT, weil das wird halt auch bei vielen so Datenschutzlösungen vorausgesetzt, dass man eine bestimmte Technik nutzen kann oder darauf Zugriff hat. Genau, und im zweiten Semester sind wir ein bisschen praktischer rangegangen. Wir hatten zwar auch wieder eine lange Einführungsphase, 5 Wochen, wo wir ziemlich viele Vorträge gehört haben, einfach um die Studierenden auf ein Level zu bekommen. Es gab Vorträge über Sexismus, Kryptographie, alles Mögliche, dass man praktisch so einen gemeinsamen Dialog aufbauen kann sozusagen. Genau, nach dieser Einführungsphase haben wir durch ein Wahlverfahren 3 Teams gebildet und jedes Team hat sich mit Dingen auseinandergesetzt, die sie selber sehr interessiert haben. Ein Team ist losgezogen und hat sich WLAN-Tracking im öffentlichen Raum angeguckt, sind auf dem Alexanderplatz unterwegs gewesen, haben sich verschiedene WLAN-Netze angeguckt und geschaut, einmal wie leicht zugänglich sind die eigentlich, was sind die AGBs dahinter und wie werden die Daten sozusagen verarbeitet danach. Die Gruppe um Videoüberwachung und Gesichtserkennung im öffentlichen Raum hat sich mit Kameras im öffentlichen Raum auseinandergesetzt und geguckt, was kann man gegen Videoüberwachung machen, beziehungsweise gegen Gesichtserkennung. Und eine Gruppe, die wir jetzt näher vorstellen, hat sich mit der Gender Gap auf Wikipedia beschäftigt. Genau, da fragt man sich erstmal, wie passt jetzt Wikipedia eigentlich in unsere Projektwerkstatt rein? Das Thema kam im ersten Semester auf durch eine Studentin, die sich schon näher damit auseinandergesetzt hatte. Und Wikipedia selber als Projekt der freien Softwarebewegung hat natürlich eine unglaubliche Relevanz eigentlich für den Datenschutzaktivismus selber. Da über die Wikipedia, also sie ist ja sehr, sehr relevant, es kommt bei Google suchen, kommt sofort immer der Wikipedia-Artikel, ploppt da auf und die Wikipedia erhebt auch einen großen Anspruch auf Wahrheit. Was dazu noch kommt, was sehr interessant ist, dass in der deutschen und englischen Wikipedia nur ungefähr 10%
der aktiven Wikipedia-MitautorInnen weiblich sind. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie kann das sein? Weil die technologischen Hürden bei der Wikipedia mitzumachen sind eigentlich nicht so hoch. Das heißt, dieser Anspruch zu viel Technologie, das heißt eher männlich konnotiert, stimmt eigentlich nicht. Da gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist. Und in diesem Semester haben sich die Studierenden praktisch damit auseinandergesetzt, was kann man dagegen machen? Wie kann das sozusagen inklusiver werden? Genau, Ziel des letzten Semesters war es, Richtlinien zu erarbeiten. Und das haben die Studierenden praktisch ausgearbeitet. Es ging natürlich viel darum, Menschen für Inklusion auf der Wikipedia zu sensibilisieren. Das heißt, wenn man selber Autorin ist, dass man sich aktiv damit auseinandersetzen muss. Könnte durch einen Code of Conduct zum Beispiel passieren. Es geht darum, dass man neuen Altautorinnen praktisch miteinander vernetzt, dass die Hürden auch einfach geringer werden und dass man zum Beispiel die Ansprüche, die das Women Edit, genau, ist auch eine Veranstaltung, genau, weiter voransetzt und vor allem auf die Bedürfnisse von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen aufmerksam macht. Das könnte man zum Beispiel machen, indem man bei der Wikipedia Bausteine aufbaut und einen Artikel darauf hinweist, dass ausschließlich zum Beispiel nur männliche Quellen benutzt wurden. Genau. Warum nur männliche Quellen und Wissen? Das ist auch noch ein ganz großes Ding in unserer Projektwerkstatt. Wir beschäftigen uns auch damit, wie praktisch Wissen produziert wird und wer Macht hat, Wissen zu produzieren oder wer hat dann auch Macht, Wissen in sozusagen Technologien umzusetzen. Das sind nicht alle Menschen, das sind hauptsächlich Privilegierte und tatsächlich, wie wir auch beim Stack Overflow gesehen haben, weiße Menschen. Und damit setzen wir uns auch sehr auseinander. Deswegen kam auch dieser erste Punkt, den ich jetzt noch nicht genannt habe, nämlich, dass die Wikipedia ihren neutralen Standpunkt aufgeben sollte. Es kommt aus der eher feministischen Wissenschaftstheorie, wo es eigentlich darum geht, dass das Wissen, was wir produzieren und was auch als richtiges Wissen oder als die Wahrheit anerkannt wird, trotzdem immer noch irgendwo subjektiv ist, weil man immer aus einer bestimmten Motivation heraus forscht, auch aus einer bestimmten Perspektive heraus. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu weit in die Materie, aber genau, das ist bei der Wikipedia, war es auf jeden Fall auch noch eine gute Richtlinie. Und da geht es jetzt im nächsten Semester darum, diese Dinge zu vertiefen und zu gucken, ob die dann tatsächlich auch umsetzbar sind. Genau. Wir sind halt eigentlich durch die Studierenden bestimmt, die einfach da sind. Was wir machen können, ist halt eine gewisse Struktur vorgeben. Hier ist es jetzt beispielhaft fürs nächste Semester. Das ist ungefähr so, wie wir das so vom Grobaufbau machen wollen. Was für Themen genau rankommen, das hängt dann aber auch viel von den Studierenden ab. Also wir werden am Anfang natürlich nochmal durchgehen, was wir bisher gemacht haben, damit auch wie in den letzten Semestern die Studierenden einfach so weit einen gemeinsamen Stand haben, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann. Also das sind einfach extrem große Wissensunterschiede. Genau. Und dann schauen wir, welche von den Richtlinien, die wir uns auch am Anfang nochmal neu überlegen, damit auch neue ihre Ideen einbringen können, was von diesen Richtlinien wie gut umsetzbar sind und auch einfach vor allen Dingen, was für Hürden entstehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an das Wikipedia-Projekt denkt, kann man sich denken, quasi wenn das so gute Ideen sind, warum ist das jetzt noch nicht umgesetzt? Was, wer oder warum geht es nicht? Wer steht im Weg oder was steht im Weg? Genau. Genau, nochmal ausgeschrieben. Also es werden auf jeden Fall nochmal das Wikipedia-Thema, weil das einfach super interessant ist, auch genau, weil es halt wie ein freies Softwareprojekt ist, wie zum Beispiel viele Krypto-Messenger entwickelt werden, aber es halt nicht sich dahinter irgendwie verstecken kann, dass das ja technisch so kompliziert ist, sondern das eigentlich auch wirklich den Anspruch erhebt, für alle Menschen zugänglich zu sein. Genau, trotzdem sind wir offen dafür, auch nochmal die Messenger anzugucken, anzuschauen, was sind da für Probleme. Dann gibt es natürlich, was ein Thema, was uns irgendwie immer wieder begegnet ist, ist halt rechte Radikalisierung im Internet, weil in der Krypto-Community fühlen sich natürlich auch viele Menschen nicht wohl, wenn einfach so viel Platz für Nazis ist. Und genau, was konkret dann kommt, deswegen am Ende jetzt diese offenen Punkte, hängt eigentlich aber trotzdem von den Studierenden ab und worauf die halt Lust haben. Genau, das war's auch. Hier nochmal unsere Website. Wir haben auch heute das Ergebnis des letzten Semesters hochgeladen mit den verschiedenen Richtlinien der drei Gruppen, wo die drei Gruppen auch mal noch, genau beschreiben, was sie gemacht haben, wie sie an die Sache herangegangen haben, wie sie sich auch selber positionieren zum Thema Inklusion und genau, ist frei zugänglich und ja, könnt ihr einfach herunterladen. Vielen Dank. Ja, danke schön für euren Vortrag. Gibt es denn Fragen? Dann würde ich mal mit dem Mikro rumgehen. Ich
bin jetzt voll gespannt. Moin. Spezielle Frage auf bezüglich PEP. Und zwar, warum hattet ihr das da drin stehen? Weil das ist kein weder Messenger noch. Das ist halt eine Methode, die es versuchen soll, macht halt private Kommunikation leichter zu machen. Also es, ich weiß gar nicht mehr, PGP heißt Pretty Good Privacy und PEP hatte Pretty Easy Privacy. Und das hat sich ja jetzt offensichtlich nicht weltweit durchgesetzt. Genau, deswegen war das halt so ein Beispiel zu diesem Kommunikationsding, oder? Naja, die Sache ist, dass PEP, Pretty Easy Privacy, ja eigentlich eher eine Idee war, die PGP-Verschlüsselung für alle zugänglich zu machen, also eine Massenkryptographie für alle zu schaffen. Deswegen war ich ein bisschen erstaunt, dass das darunter war. Aber okay, also ich gebe es zu, ich habe das zusammengestellt, also so tiefe Gedanken waren jetzt nicht dahinter, das ging mir jetzt eher so als Beispiele für verschlüsselte Kommunikationslösung. Alles klar, wir haben hier noch eine Frage, wenn ich es richtig verstanden habe. Danke, ja, ich möchte gerne wissen, weil ihr vorhin gesagt habt, ihr wollt noch erklären, warum die Website doingcrypto.de heißt, das hätte ich gerne noch gewusst, warum. Oh, hast du Lust oder soll ich? Okay, also es gibt in der Gender Studies gibt's das Konzept, das heißt Doing Gender. Doing Gender ist genau das, dass Geschlechtlichkeit einfach dadurch auch hergestellt wird, wie Menschen sich verhalten. Und Technik ist halt auch ein Handlungsfeld hegemonialer Männlichkeit. Also wenn Männer sich viel mit Technik beschäftigen, performen sie als ihre Männlichkeit und Krypto fällt da halt drunter. Also deswegen war das für uns einfach ein Wortspiel, was für uns interessant war, einfach die Frage genau, inwiefern ist Doing Crypto Doing Gender, und das ist auch deswegen für Inklusion interessant, weil diese Männlichkeitsfelder oft auch sich darüber definieren, dass sie halt sich eingeschlechtlich abgrenzen, also dass für ihre eigene Herstellung das oft wichtig ist, dass Frauen ausgegrenzt werden. Und genau das ist so ein bisschen so die Bezugnahme auf so einen theoretischen Ansatz, um sich das anzuschauen. Haben wir noch weitere Fragen? Okay, dann habe ich vielleicht noch eine Frage. Ihr habt es so dargestellt, ja, oder erzählt, ja, ihr habt euch ja mit nicht ganz unkontroversen Themen, sage ich mal, auseinandergesetzt. Gab es denn da auch in der Gruppe irgendwie Unstimmigkeiten, also unter den Studierenden? Haben einige gesagt, ja, was ist das für ein Quatsch, oder? Was ist das für ein Quatsch? Auf keinen Fall. Es kam tatsächlich, also vor allem in den ersten Stunden sind auch Studierende dabei, die dann nach 2-3 Stunden wieder gehen, wenn sie merken, das ist nicht deren Themenfeld, sie können sich nicht mit unserer Perspektive vereinen. Also wir stellen ja auch Ansprüche und haben ja wirklich auch diesen Background, wir kommen aus der feministischen postkolonialen Theorie. Es gibt auch Studierende, man muss auch immer unterscheiden zwischen Unwissen und Ignoranz tatsächlich. Und die Leute, die dann eher demgegenüber ignorant sind, die gehen von alleine tatsächlich. Und die Leute, die unwissend sind, sind geblieben und haben halt extrem viel dazugelernt. Die waren anfangs ein bisschen so, verstehe ich nicht, kenne ich nicht, glaube ich nicht, will ich nicht, aber mit der Zeit hat sich das dann echt geändert und es ist eine sehr schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich für euren Vortrag. Ich habe das so verstanden, wenn man jetzt an der TU studiert, kann man da im kommenden Semester mitmachen? Nicht nur TU, auch alle anderen Universitäten und natürlich auch so. Also es können auch Leute kommen, die keine Leistungspunkte brauchen, sondern einfach engagiert sind und Lust darauf haben. Genau, es ist im Allgemeinen freie Wahl oder wie das je nach Studiengang dann genannt wird. Und genau, es läuft ein bisschen anders, wenn man von der TU ist und wenn man von anderen Unis kommt, aber grundsätzlich ist es eigentlich fast immer möglich. Das sind halt Formalitäten, aber das erklären wir dann den Studierenden, die dann tatsächlich konkret kommen, auch nochmal genauer. Also alle Studierenden kriegen Leistungspunkte, egal von welcher Uni. Alles klar, die Leistungspunkte, das weiß ich auch noch aus der Uni, immer das Wichtigste gewesen. Also, dann vielen Dank für euren Vortrag. Wenn jemand noch was wissen will, trifft Johanna und Arndt sicherlich hier noch nach den Vorträgen. Und dann, ja, Dankeschön. Nochmal einen schönen Applaus für Johanna und Arndt.